Hey Leute, ich habe euch in einem meiner letzten Videos gebeten, mir eure Geschichten und Erfahrungen mit den Themen Body Shaming und Body Positivity zu schreiben. Und genau darum wird es heute in diesem Video gehen. Ich bekomme zu diesen Themen auch regelmäßig Nachrichten auf Instagram. Also für den Fall, dass ihr mir da gerne schreiben wollt, dann schaut einfach mal unten in der Infobox vorbei. Da habe ich euch meine Seite verlinkt. Vielleicht ist das auch dann ganz praktisch, wenn ihr jetzt irgendwie nicht wollt, dass euer Kommentar dann hier unter dem Video steht und andere den lesen können. Wundert euch übrigens nicht, dass ich heute aus einem etwas anderen Winkel filme als sonst. Das liegt daran, dass ich den Anfang dieses Videos gerade zum zweiten Mal aufnehme. Vorhin ist mir nämlich leider die erste Datei kaputt gegangen vom Video und deswegen wird es gleich nach den ersten zwei Geschichten so einen kleinen Sprung geben. Aber jetzt geht's erstmal los und die erste Geschichte heute kommt von Nando. Er schreibt, ich, männlich 21 und ca. 1,73 groß, bin mit meinen 50 Kilogramm sehr schlank. Ich bin mit meinem Gewicht selber nicht ganz zufrieden, kann aber aufgrund meines Stoffwechsels nichts daran ändern. Am meisten regt mich jedoch auf, wenn ich Sprüche abbekomme, ich sei eine Bohnenstange, ein Lauch oder solle mal zunehmen. Zum gleichen Thema hat auch Natalia einiges erlebt, denn sie schreibt, ich bin unfreiwillig schlank und es kommt öfter mal vor, dass man ungefragt Ernährungstipps bekommt. Einmal saß ich in den Ferien alleine in der Mensa mit meiner Pizza. Es setzte sich dann ein Typ an meinen Tisch, ganz ohne Begrüßung oder Smalltalk. Er startete sofort einen circa 10 Minuten langen Vortrag, wie gut er es fand, dass ich meine Essstörung überwunden hatte und dass ich es mir ja leisten könnte, meine Pizza zu essen und wie krank der Schlankheitswahn doch sei. In den 10 Minuten ließ er mich nicht einmal zu Wort kommen und als er fertig war, nahm er sein Tablett und setzte sich an den Nachbartisch, ohne sich zu verabschieden. Sehr seltsam. Mir kommt dieses Thema auch sehr bekannt vor und ich habe hier auf dem Kanal auch schon mal ein Video dazu hochgeladen, wo ich auch drüber gesprochen habe, wie verrückt das eigentlich ist, dass für andere Leute manchmal der Unterschied zwischen du bist magersüchtig und du bist zu fett nur, ja, in ein paar Kilos liegt. Generell finde ich es auch immer total absurd, wenn fremde Menschen meinen, sie hätten das Recht, dein Gewicht oder deine Figur zu kommentieren. Da kommt es natürlich immer so ein bisschen drauf an, mit welcher Intention man das Ganze macht. Und ich finde zum Beispiel, es ist nochmal was anderes, wenn jetzt zum Beispiel eine Freundin zu mir kommen würde und sagen würde, hey Lisa, ich habe das Gefühl, irgendwie in den letzten Wochen und Monaten, du hast ganz schön doll abgenommen. Ist denn alles okay bei dir? Hast du viel Stress? Gibt es irgendwas, was ich tun kann, um dir zu helfen? Das ist ein ganz anderer Tonfall und irgendwie eine komplett andere Situation. Mich würde, was dieses Thema angeht, auch echt mal eure Meinung interessieren und wie ihr das Ganze wahrnehmt. Gehen wir mal über vom Magen-Darm-Trakt zu einem anderen Thema, das auch innerhalb des Körpers liegt. Wow, das war mal eine Überleitung. Auf jeden Fall sprechen wir über Knochen und dazu habe ich einen Kommentar von Satin-Engel bekommen. Wenn ich kaue, knackt mein Kiefer und das sehr laut. Mir selbst fällt das gar nicht mehr so auf, aber wenn ich bei anderen Menschen sitze, gerade Schweigen oder Stille herrscht und ich etwas esse, drehen sich die Köpfe mit entsetzten oder irritierten Blicken zu mir um. Tatsächlich finde ich das sogar eher witzig, aber ich glaube, ich jage manchen Leuten echt einen Schrecken damit ein. Und Kelly schreibt passend dazu, wenn ich mich hinknie oder auf den Boden setzen will, knacken meine Gelenke in den Beinen total laut. So laut, dass ich mir oft von Leuten aus meiner Umgebung anhören durfte, dass ich doch mal zum Arzt gehen soll, da dieses Geräusch eklig ist. Mich stört's nicht und so kann ich sagen, dass ich mit meinen fast 20 Jahren jung und knackig bin. Auch Hannah hat eine Geschichte zum Thema Knochen, denn sie schreibt, ich bin 16 und habe quasi schon mein ganzes Leben lang starke X-Beine. Anscheinend ist das so eine Knick-Senk-Spreizfuß-Geschichte. Auf jeden Fall war ich schon sehr oft deswegen beim Orthopäden, trage seit Jahren Einlagen in meinen Schuhen und habe auch mal Krankengymnastik gemacht, aber nichts funktioniert so wirklich. Dummerweise trage ich deswegen meine Turnschuhe auch nur ein halbes Jahr, da sie danach einseitig abgelaufen sind und Löcher in der Sohle sind, was eher ungut ist. Mich schauen auch des Öfteren mal Leute deswegen komisch an oder meine Sportlehrer sprechen mich sogar darauf an, was sicherlich lieb gemeint ist, aber in Kombination mit meiner sehr sensiblen und nah am Wasser gebauten Art eher in Tränen meinerseits als in hilfreichen Tipps ausartet. Letztens meinte meine Sportlehrerin sogar, dass ich ja später nur Kinder mit Kaiserschnitt bekommen könne, weil mein Becken ja so verdreht ist, was ja viel mit meinen Füßen zu tun hat und der Arzt das ja auch gar nicht explizit verneint hat. War wahrscheinlich auch gut gemeint, aber nee. Ja, so ist das manchmal mit den hilfreichen und gut gemeinten Ratschlägen, die dann in Wahrheit aber eher verletzend sind. Was ich allerdings finde, ist so im Unterschied zu den Kommentaren, die man irgendwo draußen vor den Latz geknallt kriegt, dass das ja wirklich ohne eine böse Absicht geschieht und die Leute das wirklich gut meinen. Deswegen würde ich euch empfehlen, darauf jetzt auch nicht total gereizt zu reagieren, auch wenn man in so einer Situation, gerade wenn das häufiger vorkommt, vielleicht echt mal den Drang dazu hat und merkt, boah, mich nervt das richtig, ich bin schon richtig wütend, was das angeht, sondern trotzdem zu sagen, okay, einmal tief durchatmen, die Person vielleicht später zur Seite nehmen und erklären, wie ihr euch mit der Situation fühlt.
Damit tut ihr nämlich einerseits euch selbst einen Gefallen und vielleicht auch anderen Leuten, denn es kann natürlich sein, dass sich die Ratschläge dieser Person eben nicht nur auf euch beschränken. Und ja, wenn sich andere Leute nicht trauen, was zu sagen, dann entwickelt sich das ja immer so weiter. Christina schreibt, ich bin zwar erst 18, habe aber gesundheitlich schon einige Baustellen. Ewig lang bin ich durch die Weltgeschichte gehumpelt, wegen einem Meniskusschaden, degenerativ bedingt. Von meinem Tennislehrer bekomme ich jedes Mal dumme Kommentare gedrückt, von wegen selbst eine Oma sei gesünder als ich. Ja, danke auch. Seit einigen Wochen habe ich jetzt auch noch Asthma, muss sehr oft husten, laut atmen und habe keine Ausdauer. Wenn ich jedes Mal einen Euro bekäme, wenn mir jemand dazu rät, weniger zu rauchen, dann wäre ich vermutlich reich. Blöd nur, dass ich bis jetzt nicht einmal auch nur an der Kippe gezogen habe. Und insgesamt ist es ja auch total unwahrscheinlich, dass man mit 18 schon chronisch krank ist. So kommt's gerne mal zu Situationen, wo ich eigentlich einen Rettungswagen bräuchte, aber von Umstehenden nicht ernst genommen werde. Ich bin begeistert. Das finde ich auch echt so eine richtig krasse Sache, wenn man von Leuten nicht ernst genommen wird, nur weil man eben jung ist oder weil man vielleicht eine Erkrankung hat, die man nach außen hin auf den ersten Blick nicht sehen kann. Sowas ist echt wirklich anstrengend, wenn man wirklich erstmal an Leute hinreden muss und tausendmal Dinge erklären muss, bevor man Hilfe bekommt. Weil manchmal ist man ja auch wirklich in einer Situation, wo das vielleicht mal nicht mehr geht und wo man wirklich auf seine Mitmenschen angewiesen wäre. Auch Voy hat eine Geschichte zum Thema Atmung und schreibt, meine Geschichte ist mir beim Joggen passiert, denn man darf ja anscheinend beim Joggen nicht laut atmen, ohne gleich als absolut unfit zu gelten. Aber ich kriege nun mal besser Luft, wenn ich laut atme, beziehungsweise versuche ich auch regelmäßig zu atmen. Also 2 Schritte ein, 4 Schritte aus oder ähnliches, was ebenfalls mit lauter Atmung besser funktioniert. Mir ist es dann schon immer unangenehm, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, dass die Leute auf meiner Joggingstrecke mich atmen hören können. Also wenn sie ausweichen, bevor ich richtig da bin oder wenn sie sich halb zu mir umdrehen. Aber eines Tages wurde dem Ganzen die Krone aufgesetzt, als eine Frau mich besorgt fragte, ob alles in Ordnung sei, weil ich ja so schrecklich klingen würde. Mit blöden Sprüchen hat auch Fragments of Living Erfahrung gemacht. Sie schreibt, mein schlimmstes Erlebnis war das folgende. Ich habe einen Herzfehler und eine lange Narbe auf dem Dekolleté. Da ich mehrfach operiert wurde und es immer wieder Komplikationen und Nervenverletzungen gab, habe ich eine Stimme, als wäre ich ständig erkältet. Eines Tages sprach mich ein Typ an, dass ich gut aussehen würde und ob ich Single sei. Und als ich sagte, kein Interesse, schaute er mich groß an und fragte, ob die Narbe und die Stimme der gescheiterte Versuch für meine Umwandlung vom Mann zur Frau wären. Diese Reaktion von ihm ist einfach auf so vielen Ebenen dumm und total daneben, dass ich gar nicht weiß, wo ich da ansetzen soll. Ich würde deswegen gerne mal mit euch darüber diskutieren, wie ihr in so einer Situation handeln würdet. Würdet ihr da irgendeinen coolen Spruch raushauen oder einfach weggehen oder euch sagen, hey, bei so einer Person ist eh Hopfen und Malz verloren, da brauchst du gar nicht erst diskutieren. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Die nächste Geschichte kommt von Die Fiete und sie schreibt, ich, weiblich 23, habe eine Krankheit, die dafür sorgt, dass ich nur sehr, sehr wenig schwitze. Ich weiß, dass es für Leute, die viel schwitzen oder denen sowas unangenehm ist, bestimmt ein Traum und man denkt sich, ist doch voll praktisch, warum beschwert sie sich? Wenn man sich aber vor Augen führt, dass der Körper dadurch bei Hitze seine Temperatur regelt, damit man nicht überhitzt, ist das Ganze schon nicht mehr so praktisch und erstrebenswert. Ich selbst komme ganz gut damit klar und ich habe es ja auch schon mein ganzes Leben lang. Ich bin mehr das Herbstkind und halte mich im Sommer vorzugsweise im Schatten auf und schlafe im Hochsommer lieber im Keller, als die Hitze in meinem Zimmer auszuhalten. Aber es ist trotzdem nicht immer zu vermeiden, dass man in der Sonne unterwegs ist und auch im Sommer muss ich als Kellnerin arbeiten, um meine Miete zu bezahlen. Und es ist schon ziemlich unangenehm und komisch zu erklären, warum ich bei der kleinsten Anstrengung bei über 20 Grad sofort knallrot werde. Auch muss ich Menschen, die mich nicht kennen, darauf hinweisen, dass ich möglicherweise kollabiere, wenn meine Gesichtsfarbe in Richtung Lila geht. Einfach, weil mein Körper dann zu warm wird und sich selber nicht kühlen kann. Nur damit sie dann wissen, warum das so ist und sie dann helfen können. Aber was soll ich machen? Ich kann nichts dafür und ich muss einfach damit klarkommen, auch wenn es nervt und peinlich ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass das echt mega ermüdend ist, das wieder und wieder zu erklären, gerade eben bei einer Sache, die vielleicht nicht so viele Leute kennen und die nicht so super weit verbreitet ist. Ich stelle mir auch vor, dass das gerade in diesem Jahr echt richtig krass war, mit diesem heftigen Sommer mit mehreren Wochen über 30 Grad und dass das bestimmt, ja, einfach mega anstrengend ist. Deswegen, ich schicke dir auf diesem Weg auf jeden Fall sehr, sehr viel Energie und Dankeschön, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast. Filou schreibt, beim Lächeln kann man mein Zahnfleisch sehen, deswegen wurde ich gemobbt von meiner ganzen Klasse. Eine Zeit lang habe ich das Lächeln vermieden, aber jetzt bin ich schon 4 Jahre aus der Schule raus und lächle wieder, so viel ich will. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort und ich möchte an der Stelle gerne noch sagen, dass ich glaube, dass es einfach nicht den einen klaren Weg gibt, um mit Bodyshaming umzugehen. Für die meisten unter uns ist es wahrscheinlich alles andere als leicht, einfach zu sagen, ach ja, Body Positivity ist angesagt, ich sehe das jetzt alles plötzlich mega entspannt.
Ich glaube, es kommt einfach ganz, ganz doll auf die Situation an. In manchen Fällen ist es irgendwie sinnvoll, Leute zur Seite zu nehmen, Gespräche drüber zu führen und dadurch vielleicht was zu verändern, für sich, aber auch für andere. Und in anderen Fällen würde ich sagen, okay, gut, das ist dann vielleicht eine Person, die man lieber aus dem eigenen Leben streichen sollte. Unabhängig davon finde ich es einfach generell total wichtig, dass man sich über diese Themen und über eigene Erfahrungen damit austauscht. Und deswegen nochmal vielen herzlichen Dank für eure Geschichten. Ich glaube, damit konnten wir uns gegenseitig nochmal gut weiterhelfen. Diskutiert dazu auch gerne unten in die Kommentaren weiter. Aber ich habe natürlich auch trotzdem ein Thema für die nächste Folge und ich dachte mir, es wäre mal wieder an der Zeit für so eine Folge Bahngeschichten. Das hatten wir jetzt ja schon eine Weile lang nicht mehr und ich weiß, dass viele von euch die Videos echt gerne mögen. Deswegen für den Fall, dass euch was in der Bahn passiert ist, was Lustiges, was Verrücktes, Seltsames oder Nerviges, dann schreibt das gerne unten in die Kommentare und wir reden in der nächsten Folge drüber. Wie gesagt, könnt ihr mir auch gerne auf Instagram schreiben. Der Link dazu ist unten in der Infobox und hier drüben kommt ihr jetzt noch zu allen bisherigen Selbsthilfegruppen-Videos und peinliche Geschichten-Videos. Schaut da gerne mal vorbei. Ansonsten sehen wir uns hier hoffentlich nächstes Mal wieder. Wenn ihr Teil der Selbsthilfegruppe werden möchtet, dann könnt ihr unten auf die Glocke klicken. Dann kriegt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn es ein neues Video gibt. Und ja, bis dann. Tschüss!